Hallo, lieber Steinbock. So, heute zum Beruf. Ja, Finanzen kommt auch vor. Also danach werde ich gucken. Also eine Arbeitskaffeesatzlesung, ja? Ich werde noch ein weiteres Video machen, Gesundheit und Fitness. Das verlinke ich dir, ja? So, okay. Alles Liebe, lieber Steinbock. Ja. Das ist eine Kaffeesatzlesung. Ich werde auch hin und wieder Prophezeiungskarten lesen. Ja, die hatte ich hier in der Türkei kennengelernt. Also ganz interessant. Diejenigen, die es machen möchten, können auch nochmal danach gucken. Ja, das zeigt eine ganz andere Sicht auf die ganze Geschichte. Ne? Ich finde es sehr spannend. Ja, und macht auch vielen Spaß. So, was dein Schicksal ist, so soll es sich im Kaffeesatz widerspiegeln. So, lieber Steinbock. Also, auf der Arbeit, ja, Teamwork läuft diesmal richtig gut, ja. Auf unsere engsten Partner können wir uns verlassen, ja. Zwar nicht jedem, ne, aber mit denen, wo wir in Abhängigkeitsverhältnis sind, sage ich mal, ne, da ist immer was los, ne, hier. Ich habe mir so einen Hammer von meiner Kleinen mal zeichnen lassen. Naja, ob das ein Hammer ist. Naja, also. Lieber Steinbock, wir präsentieren uns gut, klug, ne? Und haben auch praktische Lösungen, ja? Die wir an den Tag bringen. Ja? Und mit Geld gehen wir bewusst um. Ja? Also bevor wir was hier, ne, kaufen, erstmal durch den Kopf gehen lassen. Ne? Braucht man das wirklich? Ja, das Schöne ist, wir Steinbocke sind genügsam. Ja? Wir kommen auch mit weniger aus. Ja, wenn die Qualität stimmt, ne, dann sind wir auch nicht geizig. Ne? Sollte man auch nicht geizen, ne? Also, dieser Monat September ist auch ideal, ne, für Vertragsabschlüsse, falls mal sowas ansteht, ja? Lieber Steinbock, ja? Gesundheit-Fitness-Video verlinke ich in der Infobox. Alles Liebe.